Ein Problem, das viele Männer gefühlt immer haben und immer werden, ist auch so dieses Friendzone-Ding. Also Typ will was von der Frau, Frau sagt ihm aber irgendwann, hey, ich kann mir eine Freundschaft vorstellen, oder indirekt wird er gefriendzoned. Ich meine, du hast wahrscheinlich in deinem Leben auch mal so Situationen gehabt, wo da irgendwie was friendzone-technisch dann passiert ist, egal ob klar oder indirekt. Was würdest du so, also es gibt Gründe, ich finde, es gibt Gründe dafür, die kann man auch, man könnte theoretisch auch Sachen beeinflussen, ob man in die Friendzone kommt oder nicht. Was gibt es so bei dir, was wirst du zu sehen aus deiner Erfahrung, so, was waren Situationen, wo du jemanden aus der Friend, in die Friendzone gepackt hast und was könnte der Grund da gewesen sein? Also ich finde, häufig ist das Problem, wenn du einen Mann kennenlernst oder ihr euch irgendwie kennenlernt, vielleicht auch über Freunde oder so, und es ist nicht, der Mann macht nicht von Anfang an irgendwie klar, dass er dich daten möchte oder dass da Interesse an mehr praktisch besteht. Und dann, finde ich, nimmt das so automatisch seinen Lauf, dass sich so eine Freundschaft irgendwie aufbaut. Und das sind dann häufig auch die Treffen, selbst wenn du dich vielleicht mit dem Mann dann irgendwie auch alleine triffst, dann sind es so Sachen, das hatte ich jetzt bei mir beispielsweise erlebt, dann haben wir uns getroffen und haben irgendwie Jeremy Sex Topmodel im Fernsehen geschaut, haben gekocht, und es war schon, wir haben uns verabredet und er kam vielleicht auch in Hoodie und Jogginghose vorbei. Also es hat mir nicht den Anschein, es hat für mich nicht den Anschein gemacht, dass es ein Date ist, sondern das ist so ein lockeres Treffen unter Freunden irgendwie, oder. Aber für die Person war es dann schon ein Date gewesen in dem Moment. Also ja, genau. Da war schon, also wann hast du es dann bemerkt, dass dann Interesse gab? Es war dann so, als wir Fernsehen geschaut hatten, dass dann irgendwann so dieser Move kam, dann hat er versucht, so seine Hand um mich zu legen und hat dann schon deutlich gemacht, dass er doch an mehr interessiert ist. Und für mich kam das halt total aus dem Nichts, weil, wie gesagt, so diese Art von Treffen hat für mich komplett impliziert, dass wir halt, ja, dass es auf freundschaftlicher Basis stattfindet. Und vorher, bevor, also ich meine, weil ja klar, eigentlich, wenn es ein Date wäre und man ein Date bei einer, bei der Frau oder bei ihm hat, dann ist es ja schon ein sehr intimes Date. Man merkt, okay, da könnte was passieren. Ja. Vorher gab es aber kein einziges so richtiges Interesse, also Anzeichen, dass er mehr will, nein, als Freundschaft. Nein. Also es kam direkt zum Treffen bei euch. Du dachtest, es ist ein freundschaftliches Treffen. Ja. So wie eine Freundin mit einer Freundin Germany's Next Topmodel gucken. Und dann kam der Move. Genau. Ja, okay. Ja, das ist so. Also eine Sache, die ich halt auch bei Leuten sehe, ist immer dieser späte Move. Der kommt nicht. Und irgendwann man muss sich ja überlegen, okay, ist jetzt Freundschaft oder ist es mehr? Und am Anfang denkt man sich halt Freundschaft, und dann ist man plötzlich halt verwirrt, wenn dann so aus dem Nichts die Aktion halt kommt. Ja. Und hast du andere Gründe? So, also das eine ist Interesse zeigen, das andere ist der Kontext, also ist mal, was für Date-Ideen man jetzt wählt. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Ich finde, ein weiterer Grund ist auch zum Beispiel, wenn der Typ einfach zu nett ist. Mhm. Und ich meine nicht dieses nett in Form von Dating, dass du zuvorkommend bist oder dass du mal irgendwie eine nette Geste oder so bringst, sondern ich hatte das persönlich mal, so ein Kerl, der hat mir dann irgendwie morgens immer einen Kaffee mit zur Uni gebracht oder hat mir mal ein Eis vorbeigebracht, als ich krank zu Hause war. Das waren so total nette Gesten, aber dadurch, dass es nicht in diesen Kontext von wir daten uns gepasst hat, war es einfach wie, oh, ein Freund tut mir irgendwie total nette Gefallen oder hat mir auch in der Uni irgendwie geholfen beim Lernen, aber ich hatte immer das Gefühl, er war sehr schüchtern und zurückhaltend und als ob er sich so nicht mit mir auf Augenhöhe gesehen hat. Deswegen hatte ich dann nicht diese Dating-Dynamik. Ja, weil ich meine, das ist wichtig, nochmal zu sagen, was du ja nicht, du meinst ja nicht, dass ein gutes Herz zu haben an sich problematisch ist. Das Problem ist, er hat sein Interesse erstmal gar nicht gezeigt. Du wusstest gar nicht, dass es eine Dating-Dynamik ist. Weil wenn du jetzt mit dem Typen zusammen gewesen wärst und er dir dann Eis vorbeibringt, wenn du krank bist, oder dir einen Kaffee bringt morgen, das sind ja einfach charmante Sachen, die der Partner einfach machen kann. Wobei das auch vielleicht übertrieben wäre, wenn man das jeden Tag machen würde für seine Freundin. Aber so, er hat, also quasi, so wie ich das so analysieren würde jetzt so, er hat, um seinen fehlenden Mut zu kompensieren, dir einfach zu sagen, hey, ich finde dich gut, so sieht's aus, hat er versucht, durch Gefälligkeiten Pluspunkte zu sammeln. Ja. Und nochmal, es ist gut, wie einer Frau mal was einen Gefallen zu tun oder halt, da ihr nette Gesten zu machen, wenn vorher schon klar ist, ist es Dating-Kontext. Ja. Beide mögen uns. Aber so dieses, ich traue mich nicht, Interesse zu zeigen, also ich traue mich nicht, mich als sexuelles Wesen mal zu zeigen, hey, ich finde dich gut, ich bin Mann, du bist eine Frau, wie wär's? Aber halt versuchen, so indirekt nur durch Gefälligkeiten rüberzukommen, da kann man halt in der Friendzone. Muss man nicht, aber so ist ja klar, dass wenn man als Frau dann halt überhaupt keinen Clou hat, man würde sich halt denken, es ist wie mein schwuler bester Freund, der mir halt einfach. Es ersetzt halt nicht die Message. Also durch diese Gefälligkeiten kannst du nicht durch die Blume wegsagen oder zumindest in den meisten Fällen nicht so, ich habe Interesse an dir. Das muss schon in Kombination kommen mit anderen Anzeichen, dass du die Frau magst. Und das ist jetzt meine, so
eine Theorie, aber so aus der, wenn ich das so beobachte, wie dann Frauen manchmal reagieren, wenn mir Männer erzählen, dass sie dann halt solche Aktionen bringen. Eine Frau ist dann teilweise fast schon überrascht bis hin zu geschockt, wenn dann die Message dann danach kommt. Und dann fühlt sich auch ein bisschen verarscht an von dem Typen im Sinne von, aha, deine ganzen Gefälligkeiten und Nettigkeiten waren eigentlich nur, weil du nicht die Eier hattest, mir zu zeigen, dass du Lust auf mich hast und hast es versucht halt auf dem Weg zu machen. Ich meine, ich kann auch den Mann verstehen, der das macht. Er hat vielleicht einfach nicht den Mut, fühlt sich nicht gut genug, denkt halt, er müsste es so machen. Hat es als Kind, es gibt viele Männer, die zum Beispiel, wenn der Vater nicht da war in der Erziehung und man nur von der Mutter erzogen wurde, dann die Mutter bringt einem bei, ich mag dich, wenn du ein guter Junge bist. Man findet es entzückend, wenn der Mann, wenn der Junge süß ist, wenn er nette Sachen nur sagt, wenn er halt irgendwie auf so eine, wie der perfekte Schwiegersohn sich so darstellt, halt so. Mütter mögen das halt bei ihrem Sohn zu sehen. Aber der Junge denkt dann halt und wird in der Schule auch so erzogen, die Lehrerin mag ich auch, wenn du einfach nur nett bist. Ja. Und man denkt dann, okay, ich kann durch diese Nettigkeiten Pluspunkte sammeln und die Tatsache wettmachen, dass ich mich nicht traue, diese Dynamik, Mann, Frau, die Message mal rüberzubringen. Aber es ist die Message, die es ausmacht, weil sonst kommt es einfach richtig komisch. Und hast du das Gefühl, mal so dieses fast schon entsetzt, schockiert zu sein, what the fuck, das wolltest du eigentlich die ganze Zeit. Deswegen warst du so nett zu mir, nachdem er dann den Move recht spät gebracht hat. Hattest du das Gefühl, mal? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch einfach, beide gehen ja mit unterschiedlichen Erwartungen daran. Wenn du halt, also wenn ich als Frau jetzt gedacht habe, da baut sich eine Freundschaft auf, dann habe ich ja ganz andere Erwartungen an mein Gegenüber. Und wenn dann auf einmal irgendwie ich total überrannt werde und mir doch signalisiert wird, dass man irgendwie an mir auf einer Dating-Ebene interessiert ist, dann ist das schon irgendwie ja sehr überraschend. Und dann, gerade wenn es vielleicht auch nicht mit den eigenen Erwartungen übereinstimmt, wenn man selber halt kein Interesse hat, dann fühlt man sich ein bisschen vor den Kopf gestoßen irgendwie. Safe. Ein Thema, was ich da auch noch sehe, ist tatsächlich so, also Gründe, warum man in der Friendzone landet, ist dieses zu nett sein, sein Interesse nicht klar machen, Dating-Ideen wählen, die halt auch ungünstig sind, sowas wie Jeremy's Next Topmodel gucken, sowas wie shoppen gehen zusammen, obwohl man halt eigentlich lieber einen Kaffee trinken gehen sollte einfach. Das andere ist aber tatsächlich auch sowas wie Aussehen. Und damit meine ich nicht einfach nur jedermann, der kein Topmodel ist, landet immer in der Friendzone. Das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, ist nicht der Fall. Man kann auch als durchschnittlich aussehender Mann hyper, super attraktiv sein für Frauen. Aber viele Männer könnten mit einer anderen Frisur, einem anderen Kleidungsstil, einem anderen Auftreten plötzlich interessanter wirken. Und jetzt ist auch das, kennst du das vielleicht, es muss ja nicht der Freundeskreis sein, irgendwo im Umfeld oder irgendwo, wo du es mal gesehen hast, wo ein Typ einfach, den du dann vielleicht mal ein paar Wochen nicht gesehen hast, der kam dann wieder, sah einfach anders aus und man hat die Person dann einfach dann mit anderen Augen gesehen. Nicht, dass man dann vielleicht Hals über Kopf verliebt war, aber zumindest sich mehr so Gefühle von Anziehung irgendwie da waren. Also gab es da irgendwas so in der Art? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das mal in der Uni, dass ich nach den Semesterferien jemanden wieder gesehen hatte, der mir vorher eigentlich gar nicht wirklich aufgefallen war oder ich habe ihn auf jeden Fall nicht wirklich deutlich wahrgenommen und dann kam er wieder nach den Semesterferien, hatte eine neue Frisur, irgendwie ein bisschen anderen Kleidungsstil und auf einmal habe ich gedacht so, oh okay, das ist ja doch irgendwie ein attraktiver Kerl. Also ja. Das macht auf jeden Fall sehr viel aus, so der Kleidungsstil, die Haare, wie sich die Person gibt. Ja. Ich habe es auch bei mir, bei den Leuten in Coachings, weil das Erste, was wir in den ersten Wochen machen, ist oft, wenn der Mann das braucht, Stilberatung, alles mal, also sich anzugucken, Kleidungsstil, Frisur, Bart, Parfüm, was auch immer es ist. Und halt den Mann da halt mal einfach so was mitzugeben, was ihm einfach noch besser steht. Und plötzlich hast du dann aus so einem Typen, der von sich nie dachte, der ist heiß oder gut aussehen, hast du plötzlich einen Typen, der irgendwo anschaulich ist. Und dann merkt man es dann auch im Umfeld. Heißt ja nicht, dass er dann die Frauen aus seiner Arbeitswelt und alles dann klar macht oder irgendwas, aber so, dass er einfach merkt, er kommt besser an. Ja. Er kommt einfach besser an, Leute schauen ihn anders an. Und das sind halt so Faktoren, deswegen finde ich es gut, dass wir auch mal ein paar Beispiele gebracht haben, dass Männer einfach checken, man kann viel mehr machen, um aus der Friendzone rauszukommen. Und es gibt wirklich Dinge, es ist nicht so dieses Schicksal, ich bin der Typ, dem das immer wieder passiert. Man stellt selber die Weichen dafür, dass es passiert. Ja. Und man könnte das ändern. Du sorgst aktiv dafür selber, dass es passiert. Also du begibst dich ja in diese Friendzone auch rein. Ja. Ist ja nicht, dass du immer nur da rein geschubst bist, sondern Man macht das aktiv. Ja.